الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين واصلح لنا أمرنا كله لا إله إلا أنت. Liebe Geschwister, ich begrüße euch nochmal zur zweiten Runde des Seminars mit meinen verehrten Brüdern Abu Adam und Abu Rumaysa. Wir wollen ein wichtiges Thema ansprechen. Ich will ein sehr wichtiges Thema einleiten. Und darüber wurde schon sehr oft gesprochen. Man hat sehr schöne, beispielhafte Ereignisse gehört, Überlieferungen, Handlungen, Taten der Salaf al-Salih, der rechtschaffenen Vorfahren, im Thema Brüderlichkeit. Was das Thema Brüderlichkeit betrifft, möchte ich inshallah auf den Kern der Brüderlichkeit zurückgehen. Ich möchte auf den Geist, auf die Seele, auf die Essenz der Brüderlichkeit zurückgehen. Denn dort fängt alles an. Und wenn der Geist, und wenn die Seele, und wenn die Basis, und wenn die Essenz, wenn das stimmt, wenn das solid, wenn das stabil ist, wenn das gesund ist, wenn es richtig umgesetzt wird, dann ist auch die Brüderlichkeit, die darauf basiert, stabil, solide, gesund und wird richtig umgesetzt. Sufyan ibn Uyayna, rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a, hat gesagt, Wallahi, ma an'am Allahu ala ibadihi ni'matan hiya a'zamu min an arrafahum la ilaha illallah. Er sagt, Wallahi, es gibt keine Gnade, die Allah seinen Dienern kenntlich gemacht hat, die gewaltiger ist, oder es gibt keine Gnade, die Allah seinen Dienern bescherte, die gewaltiger ist, als dass er ihnen la ilaha illallah kenntlich gemacht hat. Es gibt keine Gnade, die gewaltiger ist, als die Kenntnis, die Erkenntnis von La ilaha illallah. Das Wissen über die Bedeutung, über die Inhalte und die Umsetzung der damit verbundenen Pflichten. La ilaha illallah ist nicht einfach ein Wort, was ausgesprochen wird. La ilaha illallah ist kein bloßes Lippenbekenntnis. La ilaha illallah ist deine Identität. La ilaha illallah ist dein Hintergrund. La ilaha illallah ist dein Ausgangspunkt. La ilaha illallah ist der Maßstab, und das ist der Punkt, ist der Maßstab, mit dem du deine Geschehnisse beurteilst. La ilaha illallah ist die Überschrift deines Lebens und ist der Grund deines Verhaltens, beziehungsweise der Grund des Vermeidens der Taten. La ilaha illallah. Der Muslim, ihn zeichnet der Islam darin aus, dass jede seiner Handlungen auf La ilaha illallah zurückzuführen ist. Und genauso die Brüderlichkeit. Die Brüderlichkeit ist keine Sache der Persönlichkeiten. Das heißt, es geht nicht um mich persönlich und um dich persönlich. Ich mag dich, weil du eine nette Art hast, und du magst mich, weil ich eine nette Art habe. Ich mag dich, weil du derselbe Landsmann bist wie ich, oder wir mögen uns oder wir treffen uns, weil wir selbe Interessen haben und Vorlieben haben. Das ist nicht das, was uns verbindet. Es geht nicht um deine Person und um meine Person. Es geht um diese Seele, die uns verbindet. Es geht um La ilaha illallah. Das ist das, was den Muslim verbindet, die Muslime verbindet. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, innama al-mu'minuna ikhwa. Wahrlich, die Gläubigen sind Brüder. Nur die Gläubigen sind Brüder. Als ob es keine Brüderlichkeit gibt, außer durch den Iman. Wie dieser Vers sagt. Und das ist eine Realität, liebe Geschwister.
die niemand besser verstanden hat als unsere Vorfahren, die Salaf al-Salih. Angefangen mit der ersten Generation, der Sahaba, den Tabi'in und Atba Tabi'in. Sie haben den Wert und die Wichtigkeit der Brüderlichkeit verstanden. Und noch wichtiger, sie haben diese Brüderlichkeit mit La ilaha illallah verknüpft. Was sagt Allah über La ilaha illallah im Koran? Was sagt Allah subhanahu wa ta'ala über La ilaha illallah im Koran? Er sagt, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Wer den Tagut verleugnet und an Allah glaubt, der hat sich an die festeste Handhabe gehalten. عُرْوَةِ الْوُثْقَى لَنْ فِي صَالَهَ لَهَا لَنْ فِي صَالَهَ لَهَا. Der hat sich an die festeste Handhabe gehalten, an das Seil, an die Bindung, an der, bei der es kein Zerreißen gibt. Das ist La ilaha illallah reißt nicht. La ilaha illallah geht sogar über den Tod hinaus. Und wenn du die Brüderlichkeit mit La ilaha illallah verbindest, dann, was wird dann mit der Brüderlichkeit? Sie reißt nicht. Weil das, was sie verbindet, ist göttlich, ist gewaltig. Und deswegen durchbricht diese Beziehung auch die Schranken des Todes. An einem Tag, an dem jede Freundschaft, jede Beziehung, Vater, Sohn, Mutter, Kinder, Mann, Frau, die besten Freunde, jede Beziehung wird an diesem Tag in Feindschaft enden, außer die Gottesfürchtigen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Al-Akhillau yawma idhin ba'duhum li ba'din aduun illa al-muttaqin. Die Beziehungen werden, oder die engen Freundschaften werden einer des anderen Feind sein, außer die Gottesfürchtigen. Warum? Weil sie haben sich als Basis ihrer Beziehung La ilaha illallah genommen. Und unsere Vorfahren, Ridwanullah alayhim, haben diese Realität auf beste Art und Weise umgesetzt. Wenn wir die Geschichten lesen, die Biografien unserer rechtschaffenen Vorfahren, sehen wir Freundschaften, wir sehen Beziehungen, wir sehen beispielhafte Verhaltensweisen, Liebe, Zuneigung, Vergebung untereinander, welche jede andere Story im Schatten stehen lässt. Jede Brüderlichkeit, jede Freundschaft außerhalb dieser imanischen Beziehung sieht alt aus und sieht aus wie Feindschaft, wenn man sie vergleicht mit den Beispielen unserer rechtschaffenen Vorfahren. Zum Beispiel Ibn Abd al-Malik. Yahya ibn Abd al-Malik hat einmal Geld bekommen, rahimahullah. Ihm ist Geld zugekommen. Da hat er angefangen, dieses Geld, Dinar und Dirham, was er hatte, hat er angefangen, unter seinen Brüdern zu verteilen. Und er hat gesagt, Wallahi, ich schäme mich, für meinen Bruder das Paradies zu bitten und geize mit Dirham und Dinar. Ein anderer von den Salaf al-Salih hat gesagt, niemals sage ich jemandem, ich liebe dich für Allah, ohne dass ich ihm alles von der Dunya gegeben habe. Und ein anderer hat gesagt, Wallahi, hätte ich die Erdkugel, die ganze Erde, beziehungsweise hätte ich die Dunya, was auf ihr ist, würde ich sie in den Mund von meinem Bruder legen. Und trotzdem würde ich das noch als zu gering sehen, um ihm das zu geben. Schaut mal, was für Aussagen und was für Handlungen und für Taten. Einmal ist etwas passiert. Und unter den Brüdern, also in der Zeit von Muawiyah ibn Abi Sufyan, in seiner Zeit, und von Abdullah ibn Zubayr, ist ein Ereignis passiert. Man kann sagen, eine Reibung. Das, was unter den Menschen halt passiert. Streitigkeiten, das ist normal. Der Mensch von seiner Natur ist es, Fehler zu machen. Ist es, sich mal in eine Meinungsverschiedenheit, in einem Streit zu verwickeln, in ein Wortgefecht, in ein Missverständnis. Es ist unsere Natur. Wir können nicht raus aus dieser Natur. Wir sind, das ist in uns geschaffen. Das ist Teil der Prüfung, Teil unserer Natur von der Weisheit Allah subhanahu wa ta'ala. Diese Geschichte ist ein wunderschönes Beispiel von Aktion und Reaktion.
Weil wir haben heute einen Denkfehler von vielen Brüdern. Ein Bruder macht einen Fehler, er handelt falsch. Und der andere Bruder, die andere Partei reagiert im selben Niveau und merkt es noch nicht einmal. Das ist, ein Bruder macht einen Fehler und die anderen fangen an, ihn zu kritisieren, zu nörgeln und etc. Merken aber nicht vor lauter Aufregung über diesen Fehler, dass sie gerade denselben Fehler machen. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, nicht gleich ist das Gute und das Schlechte. Wäre das Schlechte mit dem, was besser ist als dieses, so wird derjenige zwischen dir und dem Feindschaft wahr, so sein, als wäre er ein warmherziger Freund. Abdullah ibn Zubayr ibn Awam, ein Jünger des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, also Zubayr ibn Awam, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, hat gesagt, in der Schlacht von Uhud gab es hier diese Mubarazah. Und da hat der Prophet zu Zubayr ibn Awam hat gesagt, genauso wie Jesus Jünger hatte, so bist du mein Jünger, hat er zu Zubayr gesagt. Und so wurde er bekannt. Sein Sohn Abdullah in der späteren Zeit, eben Zubayr ibn Awam, hatte ein Feld. Und Muawiyah ibn Abi Sufyan hatte auch ein Feld, was direkt neben dem Feld von Abdullah ibn Zubayr ibn Awam war, in Mekka. Jetzt hatten sie beide Arbeiter. Und zwei von den Arbeitern von Muawiyah ibn Abi Sufyan, erstmal Muawiyah ibn Abi Sufyan ist derjenige, der lange den Islam bekämpft hat, der Schlacht von Uhud mitgemacht hat und die Grabenschlacht mitgemacht hat gegen die Muslime, aber später hat er den Islam angenommen. Der Mann von Hind. Und Hind ist diejenige, die einen Sklaven hatte, welcher Hamza, den Löwen Allahs, mit einem Speer getötet hat. Und daraufhin haben sie ja die Leichen entstellt, Hind. Ja, man sagt, es gibt ja eine Überlieferung, man sagt, dass sie sogar von ihm Eingeweide gebissen hat. Vor Wut, aus Gram, aus Rache, wegen ihren Familienangehörigen, die in Badr gestorben sind. Jedenfalls, Abdullah ibn Zubayr ibn Awam, okay, wir wissen jetzt, wer Zubayr war, und Muawiyah ibn Abi Sufyan, wir wissen, wer Abi Sufyan war, Muawiyah sein Sohn, sie hatten Felder nebeneinander. Dann sind zwei der Arbeiter von Muawiyah sind in das Feld übergegangen von Abdullah ibn Zubayr, ohne Erlaubnis. Und im Hadith wird jetzt nicht erwähnt, dass sie einen bestimmten Schaden zugefügt haben, aber es wurde das Recht von Abdullah ibn Zubayr übertreten. Abdullah ibn Zubayr, als er das mitbekommen hat, dass sich die Arbeiter auf seinem Feld befanden und auch von seinem Feld profitierten, war er so sauer, dass er dann einen Zettel an Muawiyah geschickt hat und hat gesagt, schaut mal, erstmal die Anrede war schon eine pure Erniedrigung und eine pure Beleidigung. Die Anrede, der Beginn, die Einleitung. Er hat geschrieben, von Abdullah, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, von Abdullah ibn Zubayr ibn Awam, dem Jünger des Gesandten Allahs, an Muawiyah, nicht ibn Abi Sufyan, ibn Hind, die Eingeweide gegessen hat. Erstmal, wenn man einen Araber oder wenn man damals jemanden beleidigen wollte, in seiner Würde, hat man ihm nicht nach seinem Vater benannt, zugeschrieben. Man kennt das ja, ibn Umar und Ibn Abbas etc., das ist bekannt, dass es schon eine Ehrung oder ein Würdetitel ist, wenn man ihn nach dem Vater benennt, zuschreibt. Aber er hat ihn nach der Mutter zugeschrieben, was eine Beleidigung ist. Nicht wegen der Mutter, dass sie erniedrigt wird, aber dass man ihn nicht dem Vater zugesprochen hat, damit hat man ihm einen wenigeren Wert gegeben. Und dann hat er nicht nur dabei belassen, aus Wut. Und wer war das? Das war ein gewaltiger Mensch, ein Sahabi. Und jeder kann Fehler machen und jeden kann man die Zorn packen, aber wichtig ist das Ende der Dinge. Das Ende der Dinge, wie man, das Fazit der Dinge, wie man diese Dinge abschließt. Darauf kommt es an. Er hat es nicht nur dabei belassen zu sagen an Muawiyah ibn Hind, Muawiyah den Sohn von Hind, sondern er hat gesagt an Muawiyah den Sohn von Hind, die ein Geweihter ist. Akilatul Akbar.
Deine Arbeiter sind in mein Feld getreten. Entweder schickst du sie zurück, machst das wieder gut, oder es wird zwischen uns sein, was sein wird. Ja, die klare Drohung. Wassalam. Als Muawiyah ibn Abi Sufyan, das war erstmal die Aktion. Das heißt, jeder kann einen Fehler machen. Jeder kann mal in der Stunde des Zorns, kann er mal Dinge äußern, die verletzend sind. Jeder kann das machen. Dein Leben besteht aus Entscheidungen. Dein ganzes Leben, vom ersten bis zum letzten Stunde des Tages, vom ersten Moment bis zum letzten Moment deines Lebens, triffst du Entscheidungen. Manchmal sind die Entscheidungen richtig, manchmal sind die Entscheidungen falsch. Und das müssen wir berücksichtigen. Dass wenn ein Bruder sich dir gegenüber vergangen hat, dass es darauf ankommt, wie du reagierst. Und Umar ibn al-Khattab, radwanullah alayhi, sagte, du kannst jemanden, der sich Allah gegenüber ungehorsam verhalten hat, in der Beziehung zu dir, im Verhalten zu dir, du kannst ihn mit nichts Besserem bekämpfen, als dass du im Verhalten zu ihm Allah Gehorsamkeit zeigst. Das heißt, wenn jemand mit Hass kommt, du antwortest mit Liebe. Wenn jemand mit Neid kommt, du antwortest mit Gönnen. Wenn jemand dich auslacht, dann antwortest du, indem du ihn würdigst und indem du ihn ehrst, deinen Bruder für Allah. Nicht für den Bruder, nicht für ihn, für Allah. Für Allah, subhanahu wa ta'ala. وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهِ Keiner gibt sich bescheiden für Allah, außer dass Allah ihn erhöht. Aisha radwanullah alayhi sagte, تَغْفَلُونَ عَنْ أَفْضَلِ الْعِبَادَاتِ قَالُوا وَمَا هِيَ قَالَتْ التَّوَاضُعُ Aisha sagt, ihr seid unachtsam gegenüber einer der besten Anbetungen. Dann fragte man Aisha radwanullah alayha, und was ist sie? Die Bescheidenheit. Als Muawiyah diesen Brief bekommen hat, hat er ihn umgedreht. Hat gesagt, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Also vielleicht einer von uns hätte geschrieben, wie du nennst mich eben hinter. Wer bist du denn? Was willst du denn, du drei Käse hoch? Ich kann ja mal vorbeikommen, dann kann ich dir zeigen, wer ich bin. Weißt du, wie nennst du mich hier? Hab mal ein bisschen Respekt, ich bin ein Sahabi. Also kann sein, einer von uns wäre vielleicht ausgetickt. Die Birnen wären ausgegangen. Und ich habe schon einiges mitbekommen. Ich habe schon einiges gesehen in den Jahren. Allah al-Musta'an. Ja. Er hat den Brief umgedreht und hat gesagt, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Schaut mal, wie er reagiert hat. Er hat gesagt, von Muawiyah ibn Hind, die Eingeweide gegessen hat, an Abdullah ibn Zubayr, den Jünger von dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Er hat sich erniedrigt vor seinem Bruder. Er sagt, lieber Bruder, hätte ich die Dunya, die Erde, hätte ich sie dir gegeben. Und wenn dich diese Nachricht erreicht, füge mein Feld deinem Feld hinzu und meine Arbeiter deinen Arbeitern hinzu. Es gehört alles dir. Wassalam. Als dieser Brief, also Muawiyah war in Scham und Abdullah ibn Zubayr ibn Awam war in Mekka. Als dieser Brief bei Zubayr ankam, Abdullah ibn Zubayr hat ihn gelesen und brach in Tränen aus. Was hat er gemacht? Er hat sich direkt auf den Weg zum Scham gemacht, also heutige Syrien, dieses Gebiet von Mekka, hat sich direkt auf den Weg dahin gemacht, nur um den Kopf von Muawiyah zu küssen. Er ist in die Moschee hineingegangen, hat Muawiyah gesehen, fing an ihn zu weinen und hat seinen Kopf geküsst. Und wir wissen nicht, manchmal müssen wir über unseren Schatten springen. Manchmal gibt es Dinge, die sind verletzend. Manchmal gibt es Dinge, die sind hart. Manchmal gibt es Verhaltensweisen, was du hättest dir das in der Jahiliyyah, keiner hätte das mit dir machen können. In der vorislamischen Zeit, keiner hätte das mit dir machen können. Aber jetzt im Islam, du erniedrigst dich für Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist eine der wahrsten Bedeutungen vom Verständnis von La ilaha illallah. Du vergibst für Allah. Du verhältst dich gegenüber deinem Bruder für Allah subhanahu wa ta'ala.